Herzlich willkommen zur weiteren Folge von KTM von Thüringen. Wir ernten noch Feld 12. Nebenbei wird es noch gedüngt. Die Aussaat ist fertig auf Feld 38. Feld 60 wird gekalkt. Und sobald das früh wird, also hell, werden wir auch da mit der Aussaat beginnen. Oder wird es dann warten, bis hell ist. Sobald er mit dem Düngen fertig ist, ich suche unser Silo. Das ist nicht, das neue wollen wir haben. Wenn es hell ist, können wir ein bisschen verkaufen. Raps und Hafer. Jo, und dann gehen wir weiter, ne? Schauen wir mal, ob wir einen zweiten Anhänger gekriegt haben, bekommen, ne? Für Verkauf, für den LKW. Für schneller fahren können. So. Und für das Geld mal schauen, ob wir ein paar neue Fahrzeuge bekommen. Gewicht 140, das geht noch. So, das läuft. Die Ernte geht weiter. Motor aus, legt das mal an. Da ein bisschen Hafer. Der Kalkfahrer arbeitet gut. Der hat es wieder gefunden. Da haben wir aufgehört. So, und so. Machen wir weiter, ne? Das geht. Die Ernte geht auch vorwärts. Der Drescher 30%. Mal schauen, ob wir da reparieren müssen. Schade, dass die nicht so zu erkennen sind, rot und schwarz. Das ist der ältere. Der Mod ist der rote. Ah, nicht verkaufen. Habe zum Glück keine. Vielleicht Schneidwerk. Ah, Seile. Dann werden wir mal die Aussaat vorbereiten. Er drückt noch ein bisschen. Ich habe mir wohl Zeit geguckt. Das ist jetzt der LKW. Drescher der zweite. Seemaschine. Wie gesagt, dann werden wir Dings aussehen. Kleingras, Weizen. Wenn wir das Geld haben, werden wir auch mehr andere Sachen aussehen, wie Mais, Sonnenblumen. Mal sehen, vielleicht auch mal Rüben und Kartoffeln. Dann haben wir auch noch viel Geld für, um das auch leisten zu können. Wir auch Felder kaufen, die dann nicht leisten können. Weil die mal große, ist ja nicht so ideal. Wir holen mal das Saatgut von der hier. So. Öffnen wir. Hier sind so einfach zu treffen. Den richtigen Punkt. Ich meine, das ist ideal, ne? Dip weiß ich nicht genau.
ob das auch alleine klappt. So von beiden Seiten, dass er weiß. Da werden wir auch mal mit dem PKW in den Fluss entfahren. Wo wir können auch ein Lager nehmen. In dem Fall nicht so dramatisch. In dem Augenblick, wo wir Saatgut alleine herstellen können und Dünger sind eher. Also, was wir müssen, weil dann können wir ja Kosten einsparen. Ne? Aber das ist nicht so weit. Vorher hat man noch mehrere Felder. Die Wachstumszeit ist bei normal bei 6 Stunden ein bisschen happig. Das kann sich ändern, das sind Mottes drauf. Nein, das Mottes kann sich ändern, das kann sich ändern. Ich weiß zwar nicht genau, ich kann langsam laufen. Das war viel von der Seite. Hier warten wir erst, bis der Kalkfahrer fertig ist. Das werden wir uns nicht antun. Und heftig, ne? Kurven fahren. Für große Maschinen bald ein bisschen klein, die Straßen. Aber hier bei den großen Feldern musst du große Maschinen haben. So. Wie weit und wie lange braucht Düngerfahrer noch? Raps 20%. Das ist der Kalker, der braucht noch 15 Minuten ungefähr. Wenn er nicht wieder auffüllen muss. Der Röscher fährt noch zurück. Auch noch 15 Minuten. Das heißt, die Folge könnte man auch noch fertig werden. Lohnzahlung, das ist hier die Hälfte. Der braucht noch 30. Und Düngen ist eigentlich kein Problem. Das geht da relativ zügig, weil da rast ja mit 20 km/h. Und wenn wir jetzt an den anderen Dings holen, das können wir machen. Aktuell müssen wir schauen, dass wir jetzt den Drescher leer kriegen. Das hier lasse ich gerade Licht an, dass ich mal sehen kann, wo wir sind. Ne? Real wird es nicht gehen, da wird die Batterie leer werden. Ne? Bei dem Licht. So, schauen wir mal, wo der Drescher ist. Weiß ich nicht. Der redet ja mit mir nicht. Aber das wäre was. Die Kursplay fahre und sagen, du, bin gerade halb voll. Kann schon mal vorbereiten. Ich glaube, das wollen wir nicht haben. KI, der spricht, ne. Da kommt noch Müll bei rauf. So, dann sind sie auch gleich leer. Der fährt ja nicht weiter, dann können wir auch nicht bei sein. Wie wollen wir jetzt schauen, dass wir uns den anderen Dings holen? Jetzt brauchen wir einen Traktor, den holen kann. So, jetzt fahren wir eine Möglichkeit. Das heißt, wir müssen nach vorne den Bruder abstellen, die Fräse. Und die Pflanzen auch. Also die Maschinen, so alle Update gekriegt haben, sind Sound. Sag mal, wenn der
Grunde weiß ja gar keiner, wie die original klingen. Das weiß ja gar keiner. Das mag ja auch so sein, ne? Ach nee, geh. Und geh. Wiese. Das weiß man nicht, der Ton, ob man das fürs Spiel ein bisschen aufmotzen könnte vom Ton her. Aber wenn man reell spielt, man Maschine, ja, die haben ja gezeigt, wo sie den Fan im Video gezeigt haben, wo sie den Ton aufgenommen haben und dann entsprechend. Naja, die Maschinen klingen halt so, ne? Das war keine Sportbahn, ne? Nachts, in der Soja? Dünger, ja, Dünger. Ja, Unkraut machen wir nachher, wenn der Ammer fertig ist. Da werden wir auch mal sehen, ob wir da nicht was Größeres bekommen. Aber erst muss das Ding reichen. Vielleicht können wir uns ja vorne so einen Extra-Tank anhängen und so die Reichweite des vergrößern. Werden wir gleich kaufen. So. Wir haben ja hier einen Extra-Tank. Das war nur einer. Den haben wir. Der hat Inhalt 6000. 4000. 4000. Das wären 1500 Liter. Könnte man machen, aber ach, das ist auch nichts. Klingt da außen. Ein bisschen besser, würde ich meinen, aber wie gesagt, Maschinen werden wahrscheinlich auch so reell klingen. Wenn sie das auch mal original aufnehmen und entsprechend einarbeiten, dann ist es halt so, ne? Ja, ganz andere modernen Maschinen, wie wir die Erstraktoren, wenn du sehe, die haben ja ganz andere Motoren und da hast du auch andere Geräusche, ne? Da ist doch kein Sport vor allem. Es ist so dunkel, ist es auch vielleicht. Wir haben 2:06 Uhr. Wenn er mit Düngen fertig ist, können wir auch früh hochspuren, ne, dass es heller wird. Und dann können wir bald mit der Ernte beginnen. Ja, aber 6 Stunden, 3 Wachstumsstufen. Einmal 6 und 18, das ist ja fast ein Ingame-Tag, wo es dann durchgewachsen ist. Ne? Bums. Dann können wir den Düngerstreuer gleich verwenden für das 16. her. Das ist auch ein einfacher, sagen wir so. Im Grunde würde ich nicht mehrere Fahrzeuge am Feld haben, wegen Kalken und so, weil die sich dann irgendwann selber im Weg stehen. Die Gefahr wäre sehr groß. So. So, C wollte ich mal. Ändern Sie. Man sieht ein bisschen besser.
Wir haben es im Dunkeln. So. Ja, Böschung gefahren, gleich gesprungen. Jetzt geht er volle Kraft zurück. Ich schaue mal links hoch, dass ich die Drescher im Auge behalte. Da bin ich, ja, fast 60% Dünger. Dünger ist 8%. Ja, da kann sie ja voll fahren. Nur ganz gerne, weil ich wach ganz gerne, weil wenn die woanders fahren, wo sie nicht wollen, dann ist es schlecht. Und der dann noch ein dunkles Zeug finden, ne, wo noch nie war. Und wenn sie sollen, dann fahren die durch den Wald, treffen den ersten Baum. Wenn das dann nicht so ist, dann fahren die durch. Da gibt es keine Hindernisse. Ich warte hier aber noch die Version von neu. Naja, vielleicht ganz günstig, weil die 1.4 müssen ein paar Veränderungen kommen. Zwecks Performance irgendwie. Habe ich gehört. Ja. Ob stimmt, weiß ich nicht. Hab keine Probleme zurzeit. Zurzeit. So, Leistung. Ja, jetzt geht die Temperatur von der Grafikkarte ein bisschen hoch. Gibt sich grad. Geht noch. Da schon wieder am Feld angekommen, in so einem 38er Feld. Ja, früh um 8 ist er gewachsen. Also wenn man früh um 8 mit der Ausab beginnen, dann wäre das. Wenn er schnell ist, in 6 Stunden ist er normalerweise machbar. Ups. So, mal schauen, was für eine Arbeitsbreite er hat. Denn wenn er aussieht, ab 8 Uhr, dann können wir nachher. Dann haben wir noch ein Feld, ne? Rechts. Das muss ja auch noch ausgesiebt werden. So, die können wir hier mal hinstellen. Außer Fußlinie. Dann müssen wir eine Unkraftbekämpfung vornehmen. Der ist leer. Bewachung. Der keinen Mist macht. Ah ja. Besser, Kaffee ist alle. Naja, gut. So, meine 4 Tage sind vorbei, noch freie Tage. Und jetzt geht es noch 6 Wochen ungefähr. Im direkten Inneren sind 6 Wochen noch. Wo ich noch ein bisschen Urlaub. Eine Woche nicht da. Aber keine Sorge, da würde ich ein paar Folgen mehr aufnehmen. Das klappt schon. Er hüpft auch wie ein junger Gott. Ja, die Straße ist für Schnellfahren nicht geeignet. Also irgendwie. So wie früher der Plattenweg war, ne? Für einen Traktor 30-40 km/h. Geht's gerade so und Schaller geht es nichts. Zumal die Plattenwege ja auch entsprechend einer gewissen Zeit verschlüssen waren, ne? Vom Frost gehoben oder etc. Das war ja alles. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sag mal danke. Ansonsten, wenn wir uns morgen wiedersehen, würde ich mich genauso freuen. Dann mal Füße und Winke, bis dann.